Hi, heute mal ein ganz anderes Format. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich habe das jetzt schon öfters in YouTube gesehen, dass Leute während dem Autofahren Video gedreht haben und dachte, ich probiere das jetzt einfach mal aus, weil ich gerade eh nicht so viel Zeit habe, ein Video zu drehen, und wenn ich jetzt eh durch die Gegend fahre, kann ich euch ja ein bisschen was erzählen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Würde mich interessieren. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit ein Video gemacht, dass ich auf Weltreise möchte. Und dass ich früher immer den Wunsch hatte, ein Haus zu bauen, unbedingt. Und ich will ja beides. Also ich will ein Haus haben, ich will aber auch auf Weltreise. Ja, wo fange ich an? Also das mit Weltreise geht schon ziemlich lange so, also seit 1 bis 1,5 Jahren. Ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt, Life with Sandy und Benny. Und durch die inspiriert auch, oder durch die habe ich gesehen, wie es möglich ist, eben eine Weltreise zu machen. Vorher habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht, und die haben mich total inspiriert, machen auch super Videos. Habe ich im letzten Video auch schon erwähnt gehabt. Ja, dadurch, dass ich dann immer deren Videos gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, ich will das auch unbedingt. Ich will auch auf Weltreise. Das ist so toll, das Leben, das sie führen. Das hat einen halt irgendwie neidisch gemacht, und ich will halt dann auch so. Und dass ich hier halt das Gefühl habe, ich habe keine Lust, mein ganzes Leben lang das Gleiche zu arbeiten und jeden Tag 7,5 Stunden oder 8 Stunden oder wie viel auch immer auf der Arbeit zu verbringen, dann heimkommen, dann muss man Haushalt machen, Tiere verpflegen, diese ganzen Pflichtsachen. Habe ich eigentlich keine Lust drauf, so mein Leben lang das zu machen, und ich will raus, will was erleben und so weiter. Deswegen kam dann so das mit Weltreise. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch, es wäre auch total cool, ein eigenes Haus zu haben. Irgendwie mit Garten oder so und Selbstversorgung dazu machen oder halt selber Sachen anpflanzen. Und allgemein halt keine Miete zu zahlen. Wenn das Haus dann abbezahlt ist, dann wohnt man quasi kostenlos drin. Oder was heißt kostenlos? Das ist ja natürlich auch nicht. Man muss trotzdem, hat noch Nebenkosten und alles. Aber man zahlt nicht an irgendjemand anderes Miete und muss dafür erstmal keine Ahnung wie viele Stunden arbeiten. So. Also stehe ich so vor dem Dilemma, Haus oder Weltreise, und kostet halt beides sehr viel Geld. Zudem will ich auch Kinder haben oder zumindest ein Kind haben, ob adoptiert oder selber, am liebsten ein eigenes Kind und eins adoptieren eventuell. Das liegt noch in den Sternen, aber irgendwie weiß ich nicht so, wie das Ganze zusammenpasst. So erst Weltreise und dann Haus kaufen, erst Haus kaufen und dann Weltreise, wann das Kind bekommen, wie passt das? Oder ist überhaupt alles umsetzbar? Und ich hätte gerne einen plastikfreien Laden. Also ihr kennt die ja, wo man sich selber seine Sachen abfüllen kann. Also es sind drei große Sachen, die viel Geld kosten, plus Kind, kostet wahrscheinlich auch viel Geld. Werden mir die Mütter wahrscheinlich bestätigen hier auf diesem Kanal. Also, was machen? Das ist so das, womit ich beschäftigt bin, und es ist halt keine einfache Entscheidung, weil es halt, wie gesagt, viel Geld dran hängt und es halt nicht mal eine kurzfristige Entscheidung ist, sondern halt eine sehr langfristige. Und also ich bin ja gerade arbeitslos, und wenn es nach mir ginge, würde ich meine Sachen verkaufen, den größten Teil, vielleicht ein paar Sachen unterstellen und dann losziehen auf Weltreise. Aber ich habe ja einen Partner, den ich sehr liebe und mit dem ich auch zusammen sein möchte. Und ich habe auch darüber nachgedacht, alleine zu reisen, aber es ist einfach nicht das Gleiche, als mit seinem Partner zu reisen. Und ich möchte ihn jetzt auch nicht wegen der Weltreise verlassen. Und er hat gemeint, er will auf jeden Fall noch 4-5 Jahre warten, bis er mit mir auf Weltreise gehen würde. Und da dachte ich mir so, was mache ich jetzt? Was will ich? Das ist, da mein Freund eben für Weltreise noch nicht bereit ist oder noch nicht möchte, weil er jetzt eben sicher einen Job hat und erstmal Geld verdienen möchte noch, habe ich das so mit der Weltreise eigentlich erstmal gestrichen. Weiß aber auch nicht, wie das jetzt mit Haus und Kind zusammenpasst. So mit Kind auf Weltreise, ich meine, Sandy und Benny haben es gezeigt, dass es funktioniert oder wie schön es auch sein kann und was für Vorteile es hat. Trotzdem ist es halt auch umständlicher, oder ja, es ist halt anders.
sagen wir es mal so. Ich sag mir halt, bevor ich jetzt jeden Monat Miete abzahle, kann ich auch genauso gut einen Kredit abzahlen und habe dann was Eigenes, das ich dann entweder vermieten kann oder verkaufen kann, wenn ich auf Weltreise bin, was mir dann eben auch wieder Geld bringt. Das heißt aber auch, dass die Weltreise nichts in 5 Jahren wird, sondern erst später. Und da muss man auch gucken, passt das überhaupt noch zu mir, will ich überhaupt noch auf Weltreise oder nicht. Aber derzeit sind wir jetzt eben gerade auf Haussuche. Ich möchte eben, dass ihr das versteht, weil ich erst ja vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, es ist auch schon wieder ein paar Wochen her, ein Weltreisevideo gemacht habe, dass ich eben unbedingt auf Weltreise möchte. Das ist auch noch so, aber es passt halt gerade nicht in unser Leben rein, sagen wir es mal so. Also, ja, ich habe es euch ja erklärt, warum. Und trotzdem, ich frage mich halt einfach noch, wie passt jetzt Weltreise mit Haus kaufen, mit plastikfreien Laden eröffnen und mit Kinderkriegen zusammen? So, was mache ich? Irgendwas muss ich wahrscheinlich weglassen, aber was? So, das ist halt nicht so einfach, weil die ganze Zeit habe ich gedacht, okay, ich würde gerne plastikfreien Laden aufmachen, aber ich möchte auf Weltreise, also passt es nicht. Jetzt denke ich mir so, jetzt bleibe ich ja doch da, also könnte ich eigentlich auch einen plastikfreien Laden aufmachen, aber das kostet ja ganz viel Geld. Und wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe, dann habe ich ja erstmal kein Geld. Und dann will ich ja auch andererseits wieder auf die Weltreise sparen. Und so ein Laden ist ja auch nichts Kurzfristiges. Und es sind halt lauter so große Ziele. Also manche haben vielleicht irgendwie gar kein großes Ziel. Ich habe halt dafür ganz viele. Und weiß halt nicht, inwieweit die zusammenpassen und inwieweit die realisierbar sind. Das ist das, womit ich eben so beschäftigt bin. Aber ich denke, es wird auf einen Hauskauf hinauslaufen. Ich werde euch auf jeden Fall noch Updates geben, wenn wir genau wissen, was los ist, wenn wir ein Haus gefunden haben. Wir haben auch überlegt, uns ein Fertighaus bauen zu lassen, weil die verhältnismäßig günstig sind, im Gegensatz zu Massivbauhaus. Aber ist halt trotzdem preislich wieder so ein großes Ding. Und andererseits würden wir auch gern vorhandene Ressourcen nutzen, das heißt Häuser, die schon gebaut sind, weil es einfach sehr, sehr viel Energie und Ressourcen kostet, ein neues Haus zu bauen, egal ob Fertighaus oder Massivhaus. Auf jeden Fall schauen wir jetzt nach Haus, gucken, was rauskommt. Vielleicht finden wir ja auch kein passendes, dann, naja, ich muss halt aus der Wohnung raus, ne? Also muss ich dann zu meinem Freund ziehen oder ich weiß noch nicht, wird man dann sehen. Die Zeit wird langsam knapp, aber ich bin zuversichtlich, dass alles gut abläuft. Ich habe euch ja im letzten Video schon das Update-Video versprochen, allerdings wollte ich das jetzt einfach erstmal sagen, nicht, dass ich dann im nächsten Video sage, ja, wir haben jetzt ein Haus gefunden und ihr sagt, hä, du wolltest doch auf Weltreise, was ist denn jetzt los? Wollte ich euch einfach erklären und ja, damit ihr hier aktuell seid und noch mitkommt und so, ne? Dann bis die Tage. Ciao.